liebe Ken Jammern und Özge Gürel Liebhaber, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin wieder mit einem tollen Video hier. Ken Jammern brach schließlich sein Schweigen und gab eine Erklärung ab. Großartige Geständnisse kamen von Ken Jammern, der es schaffte, mit seiner interessanten Aussage in den sozialen Medien die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Erfolgsschauspieler Ken Jammern hat nach langer Zeit endlich sein Schweigen gebrochen und ein Interview gegeben. Ken Jammerns Fans warteten sehnsüchtig auf Informationen über die neuesten Projekte und Entwicklungen des berühmten Schauspielers in seinem Privatleben. Die überraschenden Projekte und Beziehungsdetails, die in Ken Jammerns Interview enthüllt wurden, hinterließen großen Eindruck in der Zeitschriftenwelt. Zu Beginn des Interviews sprach Ken Jammern über die spannenden Entwicklungen in seiner Karriere. Er sagte, dass eines der nächsten Projekte eine Serie sein werde, die das Publikum faszinieren werde. Obwohl er sich kaum zu den Details des Projekts äußerte, weckte dies große Neugier und veranlasste die Fans, auf die offizielle Ankündigung des Projekts zu warten. Er war auch einer der Hauptansprechpartner des Interviews bei Fragen zu Ken Jammern Privatleben. Der berühmte Schauspieler machte aufrichtige Aussagen über seine Beziehung. Schauspieler Ken Jammern, der den Spekulationen um sein Liebesleben ein Ende setzte, betonte, dass die Beziehung zu seiner Freundin gut laufe und sie sich gegenseitig unterstützten. Gleichzeitig war es bemerkenswert, dass das Paar, das versuchte, seine privaten Momente von den Medien fernzuhalten und seine Liebe abseits der Medien zu leben, betonte, dass es nicht von Zeitschriftenreportern gestört werden wollte. Ken Jammerns Interview löste bei seinen Fans große Überraschung und Emotionen aus. Es scheint, dass die neuen Projekte in der Karriere des Schauspielers und das Glück in seinem Privatleben in der Zeitschriftenwelt noch lange für Gesprächsstoff sorgen werden. Vielen Dank, dass Sie sich mein Video angesehen haben. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in neuen Videos.